Ja, servus und habadieri. Wieder einmal zu einem neuen Video. Ja, ich bin da heim am Unkraut ausmachen. Seht so ein bisschen Zeug da wegmachen. Mit der altherkömmlichen, altbewährten Sengst. Wir sagen ein Sast dazu. Wenn der Opa schon gemacht hat, so machen wir auch. Jawohl. Hat schon allebei gut hingehauen. Haut jetzt auch noch gut hin, sag ich mal. Jawohl. Sast ist ein bisschen zu tief eingestellt. Kann man den Griff verstehen, dann müssen wir den nicht so hinbuckeln, aber das taugt schon. Ja, das Zeug, das mache ich jetzt ab, weil bevor das ansammelt, mache ich das an. Da nehmen wir jetzt ein bisschen umeinander, oder? Da könnt ihr ein bisschen zuschauen und da schauen wir weiter, was wir da noch tun, gell? Jawohl. Schön, das herfällt. Ja. Oder was sagt sie? Wird das was? Prima. Überall. Ich habe doch einmal gefragt gehabt, welcher der Pfirsichbaum von der Bladl, dass die so, ja, so schrumpelig sind, was das ist, ob das gefährlich ist oder ob das eine Krankheit ist. Und tatsächlich, es ist eine Krankheit von dem Pfirsichbaum. Das hat einer unter das Video kommentiert. Vielen Dank an der Stelle, ich blende es euch nochmal ein. Derjenige, der was kommentiert hat, hat gesagt, das ist die Kräuselkrankheit und man sollte, wie es im Kommentar steht, ich habe es auch heimblendet, die Blätter entfernen und dann vernichten. Das sollte angeblich helfen, dass die Kräuselkrankheit
ja, ausbleibt. Ich werde das jetzt einmal machen. Also bei demjenigen, der wo das kommentiert hat, da ist tatsächlich der Pfirsich beim Eingang, also verreckt, auf gut Deutsch gesagt. Bei uns, wir haben ein paar Pfirsichbäume, da sind die Bladl ziemlich bei alle Pfirsichbäumen so gekräuselt. Da ist aber keiner verreckt. Also so anscheinend ist es jetzt ein bisschen eine harmlosere Krankheit, möchte ich jetzt einmal sagen, aus Erfahrung. Aber trotzdem probiere ich das jetzt einfach einmal, die Bladl zum Runterzupfen und dann zum Vernichten und schau einfach, ob das dann hilft, ob es nächstes Jahr wieder da ist. Darum finde ich das super gut, dass derjenige, der wo kommentiert hat, unter dem Video das gesagt hat, weil dann kann ich das ausprobieren und euch wieder sagen, ob es geholfen hat oder nicht. Von dem her lernt man alle bei wieder was Neues dazu. Ne? Okay, genau. Besten Dank an der Stall, an denjenigen nochmal. Vergeht's gut, Dankeschön für den Tipp. Ja, ich werde jetzt da noch weiter zupfen und noch in den Kübel rein tun und noch die Bladl vernichten und dann streue ich noch einen Kaffeesatz um mich. Immer wieder, dass der ein bisschen einen Energieschub kriegt, der Baum. Aber schaut ja gut aus, hab ich euch schon oft genug erzählt von dem Pfirsichbaum. Von dem her, passt schon. Kriegen wir hin. Thank you.
Jawohl, wieder was Neues geschafft. Und zwar haben wir das vom Weihwasser, hat ihr gesehen, und da hergebracht auf das Feld da. Da entsteht ein neues Feld, da nehmen wir Süßkartoffeln her. Das zeige ich euch auch noch. Die haben wir auch vortreiben lassen. Haben wir in einem von den vorhergehenden Videos gezeigt, die haben wir vortreiben lassen. Und die setzt man jetzt demnächst raus, weil die Triebe haben schon über 20 cm lang. Und dann werden die da eingesetzt. Und davor haben wir jetzt da noch das vom Weiher, das Algenzeug, wo wir außen haben, haben wir da ausgebracht. Und das werden wir jetzt unterarbeiten. Und dann ist das gleich einmal eine Düngerart für die Kartoffel. Das sollte einmal frei sein. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Also das haut allebei gut hin. Genau, das haben wir soweit gemacht. Heute am Weiher. Das außer, das da her. Und dann haben wir nur, zeige ich euch gleich, einen Komposthaufen angesetzt, mit auch dem Weiher geschlampt. Genau, was haben wir noch gemacht? Das da, oder? Die Bohnen, die brauchen auch ein Gestall. Da haben wir auch einfache Latten auseinandergeschnitten und reingehauen. Ungefähr 1,80 hoch. Naja, 1,70, 1,80 hoch. Und da können sich die Bohnen noch an dem hochranken. Hat eigentlich auch allebei gut funktioniert. Also ganz einfach. Mittlerweile haben wir auch, wie man sieht, da einen kleinen Zaun gebaut, weil wir gemerkt haben, dass Feldhasen unterwegs sind und uns den ganzen Dill auffressen. Ja, nicht bloß wir mengen, sondern Feldhasen auch. Und darum jetzt ein kleiner Zaun, weil die haben rigoros. Nicht? Ja, da haben wir jetzt aber die Zuckererbsen da. Die sind auch schon brutal hoch gewachsen, fast auf der letzten Ranke oben. So schaut die aus. Kommen wir einfach vom Strauch oben da. Das lassen wir nicht entgehen. Da. Wunderbar. Ein wunderbares Gemüse, das kann ich bloß empfehlen, Zuckererbsen. Zuckerschoten, Zuckererbsen. Ein Gedicht. Jawohl. Ja, da die Song machen wir noch Wechsheisel zu. Legen wir den Rollo oben für die Nacht. Feierabend ist. Und den Kompost soll ich euch noch. Genau. Jawohl. Komposthaufen habe ich da angesetzt. Also ist angesetzt einfach das vom Weiher, habt ihr gesehen. Ein Teil davon, da hier da, unten rein, oben drauf das Zeug, das Unkraut, was ich da angemacht habe. Und dann kommt das da eine Weile zusammenhocken, zusammensitzen. Das muss ich zersetzen, dann entsteht da eine Anzuchterde wieder. Die können wir wieder verwenden fürs Frühjahr, wenn wir da wieder was aussehen in Anzuchtschälchen. Dann wird das eine wunderbare Erde, da haben kleine Nährstoffe drin. Ideal für sowas. Also kann ich bloß empfehlen, Komposthaufen machen. Und da haben zwei Sachen relativ wichtig, gibt es mehrere, was wichtig ist, aber eigentlich zwei prägnante Sachen. Beim Komposthaufen, erstens Schatten, also ganz wichtig, Füllmacher, die empfehlen, die dienen in pralle Sonne, schlecht. Also in pralle Sonne ist eigentlich ein Druckschluss, ja, wenn er in der prallen Sonne ist, dann entstehen ja da Mordsgärstoffe oder was und dann zersetzt das ganz gut. Alles ein Krampf, letzten in Schatten, genauso wie da, sag ich mal, ist ideal. Kirschbaum da, Apfelbaum da, die bringen einen Schatten rein und der ist schon im Schatten und kann da hier vegetieren. Unbedingt machen, dann gibt es eine zweite Sache, die war relativ wichtig ist, und zwar wenden. Also macht ein bisschen Arbeit, aber man sollte immer mal wieder wenden. Das heißt, von unten nach oben, oben nach unten, einfach mit der Gabel rein und umdrehen, weil da wieder eine Luft reinkommt, dass die Bakterien arbeiten können.
und das ganz schön zu setzen. Weil irgendwann ist nichts mehr da und der sackt aber weiter zusammen und dann sollte man halt immer wieder was nachfüllen. Da kannst du einen Groschen vom Rasen machen, da kannst du einfach so ein Unkraut wie ich da haben, da kannst du, wenn du einen Weiher hast, wenn du einen gerammt hast, kannst du ihn hinschmeißen. Alles Mögliche, das zersetzt alles. Da gibt es eigentlich keine Sachen, was man nicht hin darf. Natürlich kein Fleisch und so weiter, ist alles klar. Nicht? Aber ganz normale pflanzliche Sachen kommen da hin und dann vegetiert da der vor sich hin. Genau, und ganz eine wichtige Sache noch, viele Leute sagen, nein, Kompost will ich nicht. Dann frage ich aber, warum? Ja, weil der stinkt ja so und so weiter. Das ist eigentlich auch ein Trugschluss. Also, ein richtig guter Kompost stinkt nicht, der riecht richtig gut. Wenn er stinkt, dann ist meistens was faul. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also dann passt irgendwas nicht. Dann ist irgendwie keine Luft nicht gescheit hingekommen, dann habt ihr ihn nicht umgedreht, nicht gewendet. Oder er liegt einfach voll in der Sonne. Der sollte nicht stinken. Also ein richtig guter Kompost, der riecht einfach nicht. Von dem her kann ich das bloß empfehlen, wenn man ein paar Sachen richtig macht. Die zwei Sachen, die ich vorher gesagt habe, dann kann eigentlich nichts schief gehen und dann fällt sich da eigentlich nichts. Ne? Genau, das werden wir jetzt da so liegen lassen eine Zeit lang und alle mal wieder was dazu schmeißen. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und dann haben wir wieder eine Anzucht für nächstes Jahr. Genau, ich mache jetzt noch Gewächshäuser zu. Zeit ist Feierabend. Auch mit dem Video, da die Song, haben wir dann Hafer gesehen, einen Hafer gemacht. Klang da wieder. In dem Sinne sage ich wiederum Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert bitte den Kanal. Bewertet es positiv. Mit einem Daumen nach oben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vergeht's gut. Habt ihr. Und Servus aus dem Grombilli. Jawohl.